komme gar nicht hinterher bei all der Kotze. Oh je. Yeah. Nee, ich glaube, ich werde jetzt mit Krankenstationen arbeiten. Weil mir die Personalkosten dann doch zu doll sind. Heißt, ich stelle jetzt überall mal welche auf. Nummer 1 hierhin. Dann können die da meinetwegen den ganzen Tag kotzen. Kostet keine Betriebskosten, völlig in Ordnung. Und das bisschen Geld habe ich auch noch übrig. Nummer 2. Hier oben gleich mit hin. Öffnen. Die nächste Krankenstation. Die Bobbahn hat eine. Da steht eine. Dann stellen wir hier nochmal eine mit hin. Ich frage mich auch, wo die Leute hin sind, die dafür zuständig sind. Muss mal gerade gucken. Pfleger Nummer 1. Der ist dafür zuständig. Der läuft jetzt gerade hier oben lang. Der macht das auch. Aber die kotzen schneller, als er fegen kann. Mann, oh Mann. Hier baue ich jetzt auch nochmal eine extra Krankenstation mit hin. Und da kommt ihr zwar raus, aber da kriegt man keine Kotzeritis. Sonst habt ihr eine, die ist aber viel zu weit weg. Nee, dann kommt hier auch noch eine mit hin. Öffnen. So, dieser Weg ist schrecklich, wird immer weniger. Perfekt. Das bedeutet, die Leute lieben weiterhin unsere Wege. Allerdings ist es immer noch zu voll. Wir müssen auch dafür sorgen, dass weitere Attraktionen dazukommen, die Leute mit Freude nutzen können. Ich werde hier noch einen Enterprise mit hinstellen. Öffnen. Das Teil werde ich auch hier noch mit hinstellen. Super. Auf jeden Fall haben wir wieder dafür gesorgt, dass sehr viele Attraktionen mit dazukommen. Jetzt werden wieder ganz viele Leute Schirme kaufen, auch wenn sie ihnen vorher zu teuer waren. Muhaha. Ach, es tut schon gut, Leute abzuzocken. Ach. Wenn man doch nur immer kein Gewissen hätte, das wäre so schön. Wir brauchen mehr Essen. Hier packe ich noch einen Eisteestand mit hin, eröffnen. Dann kommt dort ein Popcornstand mit hin. Eröffnen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo haben wir überall Essen? Da, da, da. Da auch. Hier unten noch gar nicht. Doch, da. Das geht. Da ist auch noch ein Zuckerwattestand. Toiletten. Toiletten haben wir tatsächlich nicht so viele. Also hier schon mal keine. Das heißt, hier packe ich eine mit hin. Öffnen. Dann haben wir da eine. Da. Hier ist auch weit und breit keine. Da stellen wir auch noch mal eine mit hin. Und eine weitere Toilette. Da steht eine. Kommt dann meinetwegen. Puh, schwierig. Da ist schon eine. Da ist auch eine. Eigentlich haben wir überall welche. Das ist völlig in Ordnung und völlig ausreichend. Wir lassen es. Wir müssen es auch nicht übertreiben. Sind ja alles Betriebskosten, die wir bezahlen müssen. Natürlich im Namen und mit dem Geld der Besucher. Aber egal. Wir sind im April, Jahr 3, haben unsere 3000 garantiert und locker in der Tasche. Wenn wir jetzt noch ein bisschen Werbung machen, sind wir auf jeden Fall gut dabei.
Wir müssen bloß auch dafür sorgen, dass hier jetzt langsamer Parkwächter durch die Gegend laufen, die aufpassen, dass hier nicht alles kaputt gemacht wird. 4 Stück dürften dafür reichen. Ich weiß nicht, was sie mit denen machen, wenn sie da jemanden erwischen. Oder die Leute sind einfach so beruhigt. Keine Ahnung. Schon wieder schreckliche Fußwege. Wo denn? Immer noch dieser Bereich. Dabei habe ich hier schon 2 oder 3 Leute eingeteilt, die dafür zuständig sind. Hier hinten auch. Die haben sich doch garantiert wieder irgendwo verirrt, die Leute. Es sind zu viele und es kotzen zu viele. Na endlich, Ruhe. Nichts mehr mit dieser Weg ist schrecklich, obwohl, da haben sie gerade wieder einen gefunden, hier unten. Danke für die Gedanken, liebe Besucher. Das freut mich sehr, dass ihr sie mit mir teilt. Und damit auch dagegen ankämpft, dass hier Vandalismus entsteht. Dann werden wir jetzt nochmal eine Werbekampagne für den Park machen für über 4 Wochen. Und für eine bestimmte Bahn. Gerne Danglefeed. Für 4 Wochen. Das dürfte reichen, um die 3000 Besucher endlich im Park zu haben. Und dann können wir meinetwegen noch gerne ein bisschen Geld aufwenden, um dementsprechend noch eine neue Achterbahn zu bauen. Mehrdimensionale Achterbahn. X geht nicht. Fliegende Achterbahn. Kompakte Umkehrachterbahn. Wird die nicht schon? Doch, die haben wir schon. Ist das die hier? Vertikale Vollachterbahn. Nee, die ist das nicht. Die habe ich auch noch nicht gebaut. Also theoretisch könnte ich die da nochmal mit hinsetzen. Dann nehmen wir die Pterodactyl. Stellen die hier gerne mit hin, wenn wir noch ein bisschen Geld haben. Benutzen dafür auch gleich die passenden Wege und schöne lange Eintritte. So. Eröffnen. Meinetwegen auch testen, aber hauptsächlich eröffnen. Wo sind die Fußwege? Da.
So, und dann brauchen wir theoretisch nur noch bis zum Ende durchhalten. Das heißt, ein Jahr, anderthalb Jahre müssen wir noch spielen. Die 3000 Leute werden wir gleich haben. Und dann werden wir den Park sozusagen schließen, indem wir niemanden mehr reinlassen. Und nicht mehr dafür sorgen, dass noch irgendwas gebaut wird. Höchstens, wenn wir knapp vorm Ende sind, dann werden wir nochmal eine Werbekampagne machen, um nochmal den ganzen Park wirklich voll zu knallen. Das dürfte dann auch helfen. Dein Gebiet ist hier und trotzdem kümmerst du dich nicht ordentlich drum. Das gefällt mir gar nicht. Viel Spaß. Ich brauche den Pfleger Nummer 9. Um mit dem dann auch noch das ein oder andere sauber zu machen. So ist gut. Alles schön wegwischen. Sehr hohe Geschwindigkeit. Jetzt können wir nicht mehr viel machen. Jetzt müssen wir tatsächlich warten, dass im Prinzip die Zeit ran ist. Und das Spiel vorbei ist. Die Mission. Aber es würde mich wundern, wenn wir nicht einfach so gewinnen würden. Das läuft hier doch relativ gut. Wir sind bei fast 3000 Leuten. Hier können sehr viele Leute anstehen. Alle stürmen auch hin, jetzt wo das Wetter wieder schöner ist. Und wir werden natürlich noch weitere langweilige Attraktionen mit dazu bauen. Allein schon, um ihnen noch irgendwas zu bieten. Wir hatten ja jetzt ein Riesenrad da. Ein Riesenrad da. Da machen wir hier auch noch ein Riesenrad. Eingang, Ausgang. Öffnen. Nochmal die Möglichkeit, diese komischen Spinning-Räder zu benutzen. Öffnen. Gerne die Bänke hier nochmal hinstellen. Die habe ich gerade weggenommen. Oh. So, irgendwo habe ich auch noch zerbrochene Mülleimer und sowas alles gesehen und da muss dringend nochmal sauber gemacht werden, aber das geht noch. Trotzdem geht da mal hin, sicherheitshalber. Viel Spaß. Genau, mach insbesondere da sauber, wo ich gar nicht hinkomme. Mit meinem Blick, außer ich drehe die Kamera. Es ist wirklich überall schon wieder Kotze, ne? Typisch. Genau, unterstützt mal alle so ein bisschen. Das gefällt mir doch. Mittlerweile sieht es ganz gut aus. Wir haben auch über 3000 Besucher, also alles ist okay. Wir werden jetzt noch ein bisschen Geld zurückzahlen, nur für den Fall, dass wir mal wieder Geld brauchen. Dann haben wir es auf jeden Fall in der Hinterhand. Und wer weiß, vielleicht brauchen wir es wirklich. Der Sonnenbrillenstand steht jetzt auch zur Verfügung. Der würde uns noch mal mehr Geld geben. Lauf noch mal schön alles ab hier. Das machst du gut.
Doch, wir können zufrieden sein. 3100 und das bereits in Jahr 3. Das ist eine super Leistung. Ist natürlich nur was für diejenigen, die auch wirklich Experte sind. Ich habe mir von einem Experten abgeguckt, wie es am besten funktioniert. Und das hat definitiv geklappt. Gleich von Anfang an Werbekampagnen starten. Wirklich nur minimal und mit den bestmöglichsten Attraktionen, die am Anfang zur Verfügung stehen, alles fertig machen. Und dann ist man auf der sicheren Seite. Ist alles soweit sauber, sehr schön. 3100 haben wir. Wir brauchen im Prinzip nicht mal eine Werbekampagne, ne? Die müssen ja bloß noch dieses Jahr durchhalten. Jetzt kommt nochmal sehr viel Geld wieder durch die Regenschirme zustande. Man sieht gleich das Geld in die Höhe schnellen. Ah, die Verkäufe sind wieder hervorragend, das freut mich. Sonst würde kein Arsch einen Regenschirm kaufen. So, wir haben alles zurückgezahlt, keine Kredite mehr. Das heißt, alles, was jetzt kommt, können wir auch direkt ausgeben. Das ist überhaupt kein Problem. Können uns sogar unsere Angestellten leisten und hier noch so zwei, drei weitere Leute mit reinschmeißen. Die den ganzen Tag nur durch die Gegend laufen. Und überall hingehen, wo die anderen nicht hinkommen. Vieles fällt aus. Oh, 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 oh. Und so, jetzt haben wir noch mal ein paar Mechaniker zusätzlich. Das ist auch immer voll hier, ne? Die Leute essen aber auch ohne Ende. Mögen Popcorn offensichtlich. Das Gute ist, dadurch, dass viele Leute in den Warteschlangen stehen, blockieren sie nicht die ganze Zeit irgendwas auf der Straße. Das heißt, klar laufen die sich immer noch gegenseitig über die Füße, aber es hält sich noch in Grenzen. Hier sind zu viele Leute, sagen zwar sehr viel, aber es geht. Mir ist übel, sagen auch ein paar. Ich habe bereits eine Parkkarte. Dieser Park ist wirklich sauber und aufgeräumt, sehe ich genauso. Ich bin nicht hungrig, ich bin nicht durstig. Das ist schön, dass euch alles völlig am Hintern vorbeigeht. Wir kriegen das schon hin. Aber die Frage ist, ob wir es wirklich noch ein Jahr durchhalten. Wir sind jetzt im Mai, bis Oktober müssen wir es schaffen. Wir kriegen das hin, wenn das so weiterläuft. Jetzt kriegen wir gerade ganz viel Geld, weil die Leute alle schön Regenschirme kaufen müssen. Immer für 20 Euro das Stück. Und wir sind schon wieder bei 10.000. Theoretisch könnte ich jetzt sogar noch weitere Attraktionen mit dazu holen. Die Frage ist, ob sich das jetzt noch großartig lohnt. Wir müssen ja wirklich bloß noch bis Oktober durchhalten, haben nicht einmal eine negative Bilanz gehabt, zumindest in der Bewertung. Und ja, dann bauen wir jetzt einfach noch eine fette Achterbahn hin. Einfach nur, weil wir es können. Theoretisch könnten wir sogar die Eggs bauen. Und das ist ja, das ist das Hammerding schlechthin, ne? Aber es kostet halt auch. Wie viel? 28.000 Euro. Nehmen wir jetzt nochmal einen kleinen Kredit auf. So, einmal kurz ruhiger machen. Muss jetzt gerade mal schauen, wo hier der Eingang ist. Da. Das ist alles? Mehr ist das nicht? Okay. Das ist ja relativ klein. Aber gut, dann machen wir es eben so, dass wir hier die Wege einmal mit rüberholen.
Oh, damit könnte ich mir aber sehr stark ins eigene Fleisch schneiden. Wir speichern einmal kurz. Spiel speichern, neue Datei. Amity Flugplatz. Denn jetzt kommen sie doch wieder alle mit einmal angerannt. Okay. Eröffnen. Du da, geh hier mal rum. Julia 4, 3200 Leute. Da muss dringend ein Animator mit rein. Der ist auch nur für diese Warteschlange hier zuständig. Okay. Wir haben zwar sehr viel Geld aufgenommen, aber haben wieder ein bisschen was zurückbekommen. Mach mir bloß Sorgen, dass das jetzt wirklich dazu führt, dass die Leute hier total durchdrehen. Ich meine, sehr viele stehen jetzt in der Warteschlange drin. Selbst wenn 100 Leute wieder in den Park gekommen sind, die stehen garantiert alle hier drin. Das ist in Ordnung. Wir werden jetzt auch animiert, sich weiterhin zu freuen durch den Animateur. Also ist alles gut. Fahren sie alle durch die Gegend, freuen sich ebenfalls darüber. Es sind immer zwei Wagen unterwegs, das heißt, es werden ja auch nicht gerade wenig Leute immer wieder mit eingeladen, dort mitzufahren. Ja, das klappt. August, Jahr 4. Wir sind im Prinzip kurz vorm Ende. Haben es fast geschafft, müssen darauf achten, ob irgendwo noch Leute irgendwas an Beschwerden haben. Außer natürlich, hier sind zu viele Leute, das kann ich im Moment nicht verhindern, das tut mir leid. Ich bin ja froh, wenn so viele Leute da sind und die ganze Zeit essen, trinken. Jede Menge Souvenirs kaufen und so weiter und so fort. Aber das läuft. 3400 Leute, ich bin sehr zufrieden innerhalb von 4 Jahren. Obwohl ich mir am Ende nicht mehr viel Mühe gegeben habe. Ne? Also wir haben ja wirklich bloß noch die Zeit laufen lassen und dann war gut. Denn immerhin mussten wir auch gucken, wie wir das Ganze jetzt wirklich noch bis Oktober Jahr 4 durchhalten. Hier sind zu viele Leute. Ja, was soll ich machen? Sie aus dem Park rausschmeißen, dann kriege ich kein Geld. Blödsinn. Auszeichnung für beste gemäßigte Attraktion. Ja, wir haben ja auch wirklich hier ein Riesenparadies. Wir haben ja auch eine Auszeichnung bekommen für die besten Achterbahnen. Also, perfekt. So, du musst sauber machen. Du bist nur unterwegs. Okay. Ich hoffe, du machst auch sauber. Er läuft auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung. Das ist gut. Ist überall Kotze. Musst du alles wegwischen. Und wenn du es nicht schaffst, musst du sie auflecken. Hier sind zu viele Leute. Sagen 250 Besucher, 270. Das werden immer mehr, die sich darüber beschweren. Aber hey, egal. Wir haben gewonnen. Leute, das ist unser Freizeitpark. Damit haben wir es letztendlich abgeschlossen. Und ich bin sehr zufrieden. Tada! Juhu! Sie haben ihr Ziel mit einem Firmenwert von 428.000 Euro erreicht. Wir sind genial, das ist perfekt, das ist toll. Alle laufen hier mit roten Hüten und blauen Ballons rum. Wir schreiben unseren Namen mit rein. Endlich! Wuhu! Und ihr wart von vorne bis hinten dabei. Genial! Spiel beenden, nicht speichern.
So, und damit sind wir als nächstes in der Geisterstadt, wo wir das wirklich jetzt endlich anfangen können mit den 10 verschiedenen Achterbahntypen in ihrem Park zum Betreiben, wobei jede eine Mindestlänge von 1200 Metern und ein Nervenkitzelwert von 7,0 aufweisen muss. Das werden wir schaffen, da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich auf euch und den nächsten Part. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und bis gleich hier bei Rollercoaster Tycoon 2. Die Welt ist so schnelllebig und ihr wollt dem Ganzen ein wenig entfliehen? Dann ist dieser Kanal genau das Richtige für euch.